Seit einigen Wochen steht das Facelift des für Porsche sehr wichtigen Cayenne in Deutschland bei den Händlern. Noch vor der offiziellen Premiere auf dem Pariser Autosalon durften wir dieses noch etwas versteckte Fahrzeug in der Version Porsche Cayenne Turbo rund um Barcelona Probe fahren. Das Premium-SUV bekommt erstaunlich früh eine Frischzellenkur und wartet mit etwas verändertem Design, verbesserter Aerodynamik und ganz neuen Motoren auf. Die optischen Veränderungen halten sich in Grenzen, sind auf den ersten Blick kaum erkennbar. Aber auf den zweiten Blick erscheinen sie sehr logisch und nachhaltig. Am Kühlergrill befinden sich nun außen sogenannte Airblades, die Luft auf den Ladeluftkühler führen. Außerdem können die aktiven Kühlluftklappen zur Verbesserung der Aerodynamik geschlossen werden. Dieses neue System kommt im Cayenne zum ersten Mal zum Einsatz. Optische Veränderungen, vor allem am Heck, das wirkt eleganter und unaufdringlicher als noch beim Vorgänger. Das Fahrzeug wirkt noch sportlicher und agiler als der ohnehin schon nahezu perfekte Vorgänger. Nicht, dass man den Eindruck hätte, dass der Cayenne unbedingt ein Facelift oder eine Auffrischung nötig hätte. Aber Porsche hat es gemacht und wie man sieht, es hat dem Auto trotzdem gut getan. Einige Feinheiten sind überarbeitet worden, es ist hier und da retuschiert worden. Vor allen Dingen drin gibt es auch ein paar kleine Änderungen. Das Lenkrad ist kleiner geworden, das Auto sieht insgesamt etwas sportlicher aus. Und man kann sagen, das Auto hat sicherlich dadurch ein bisschen an Lebenszeit gewonnen. Man wird ihn sicherlich noch einige Jahre frisch erleben können. Was aber wirklich neu ist, lassen wir uns von kompetenter Seite genau erklären. Der Porsche-Designer Mitja Borkert erklärt uns sein Werk. Porsche baut Sportwagen in jedem Segment. Und diese Sportlichkeit soll man dem neuen Cayenne auch sofort ansehen. Wir haben die komplette Bugverkleidung und die Bugschürze und die Haube überarbeitet. Das Fahrzeug wirkt deutlich stolzer. Wir haben etwas mehr Volumen hier vorne in der Nase eingearbeitet, sodass er etwas aufrechter dasteht. Trotzdem hat er die typische Porsche-Topografie mit den erhöhten vorderen Kotflügeln. Die Haube ist überarbeitet, es gibt hier diese Präzisionslinien, wie sie hier zum Beispiel verlaufen und diese Haube extrem strecken und richtig Kraft verdeutlichen. Die Lufteinlässe sind dreidimensionaler gestaltet, mit sehr viel Wagenfarbe, sehr breitenbetont, hier beim Turbo mit diesen Positionsleuchten in dieser Doppeloptik und die aerodynamische Effizienz ist hier verbessert worden über diese Aeroblades. Wenn man an der Seite weitergeht, ein kleines, aber feines Detail, sind die Außenspiegel mit den integrierten Blinkern. Dementsprechend kann hier dieser bisherige Sidemarker und Blinker entfallen. Und was hat das Designteam am Heck verändert? Besonders am Heck sieht man die Präzision, die wir dem Fahrzeug verliehen haben. Präzision und Nachschärfen des Designs war das große Thema. Wir sehen hier die neu gestalteten Heckleuchten. Das ist eine typische Produktidentität des Cayenne. Diese haben wir hier beibehalten und haben die Leuchten deutlich flacher gestaltet und hier nachgeschärft. Die Heckscheibe, Porsche typisch, wie in unserer DNA verankert, zieht sportiv hinten zusammen. Die Linie ist nachgestrafft. Wir haben die Heckklappe neu gestaltet, diese Griffleiste entfallen lassen. Es wirkt deutlich moderner. Im unteren Bereich Aerodynamiklinien eingearbeitet, um auch hier die Effizienz zu verbessern. Und besonders sportiv hier am Turbo gut zu sehen, sind die durchgesteckten Endrohre, die dem Fahrzeug richtig viel Sportlichkeit verleihen. Wir haben das Hauptaugenmerk aufs Exterior-Design gelegt, aber im Innenraum finde ich eine große Verbesserung ist das neu gestaltete Lenkrad mit einem kleineren Durchmesser für ein sportlicheres Fahrverhalten direkt aus dem 918 Spider. Und vom 918 Spider hat man auch das Sparen gelernt. Alle neuen Motoren sind sparsamer als je zuvor. Aber auch die Geländegängigkeit hat sich verbessert. Auch wenn die wenigsten Cayennes jemals ein Gelände sehen werden, Porsche wäre nicht Porsche, wenn man nicht auch hier das Beste herausgeholt hätte. Eine komplette Neuentwicklung ist der 3,6 Liter V6 aus dem Cayenne S, der von zwei Turboladern beatmet wird. Die Zusatzbezeichnung Turbo beim von uns gefahrenen Topmodell war daher eindeutig als Abgrenzung vom Sauger zu verstehen. Jetzt fahren sowohl Cayenne S und Cayenne Turbo mit Biturbo-Motoren. Der Unterschied liegt in Leistung und Zylinderzahl. Alles in allem ist der Cayenne nun frischer, sportlicher, besser und verbrauchsärmer als zuvor. Einzuholen in puncto Exklusivität, Sportlichkeit und Ausstrahlung ist der Cayenne, besonders als Turbo, kaum.
Von einer Achterbahn aber schon mal gar nicht. Seit einigen Wochen steht das Facelift des für Porsche sehr wichtigen Cayenne in Deutschland bei den Händlern. Noch vor der offiziellen Premiere auf dem Pariser Autosalon durften wir dieses noch etwas versteckte Fahrzeug in der Version Porsche Cayenne Turbo rund um Barcelona Probe fahren. Das Premium-SUV bekommt erstaunlich früh eine Frischzellenkur und wartet mit etwas verändertem Design, verbesserter Aerodynamik und ganz neuen Motoren auf. Die optischen Veränderungen halten sich in Grenzen, sind auf den ersten Blick kaum erkennbar. Aber auf den zweiten Blick erscheinen sie sehr logisch und nachhaltig. Am Kühlergrill befinden sich nun außen sogenannte Airblades, die Luft auf den Ladeluft. Präzision und Nachschärfen des Designs war das große Thema. Wir sehen hier die neu gestalteten Heckleuchten. Das ist eine typische Produktidentität des Cayenne. Diese haben wir hier beibehalten und haben die Leuchten deutlich flacher gestaltet und hier nachgeschärft. Die Heckscheibe, Porsche typisch, wie in unserer DNA verankert, zieht sportiv hinten zusammen. Die Linie ist nachgestrafft. Wir haben die Heckklappe neu gestaltet, diese Griffleiste entfallen lassen. Es wirkt deutlich moderner. Im unteren Bereich Aerodynamiklinien eingearbeitet, um auch hier die Effizienz zu verbessern. Und besonders sportiv hier am Turbo gut zu sehen, sind die durchgesteckten Endrohre, die dem Fahrzeug richtig viel Sportlichkeit verleihen. Wir haben das Hauptaugenmerk aufs Exterior-Design gelegt, aber im Innenraum flicher aus. Und man kann sagen, das Auto hat sicherlich dadurch ein bisschen an Lebenszeit gewonnen. Man wird ihn sicherlich noch einige Jahre frisch erleben können. Was aber wirklich neu ist, lassen wir uns von kompetenter Seite genau erklären. Der Porsche-Designer Mitja Borkert erklärt uns sein Werk. Porsche baut Sportwagen in jedem Segment und diese Sportlichkeit soll man dem neuen Cayenne auch sofort ansehen. Wir haben die komplette Bugverkleidung und die Bugschürze und die Haube überarbeitet. Das Fahrzeug wirkt deutlich stolzer. Wir haben etwas mehr Volumen hier vorne in der Nase eingearbeitet, sodass er etwas aufrechter dasteht. Trotzdem hat er die typische Porsche Topografie mit den erhöhten vorderen Kotflügeln. Die Haube ist überarbeitet. Es gibt hier diese Präzisionslinien, wie sie hier zum Beispiel verlaufen und diese Haube extrem strecken und richtig Kraft verdeutlichen. Die Lufteinlässe sind dreidimensionaler gestaltet, mit sehr viel Wagenfarbe, sehr breitenbetont, hier beim Turbo mit diesen Positionsleuchten in dieser Doppeloptik. Und die aerodynamische Effizienz ist hier verbessert worden über diese Aeroblades. Wenn man an der Seite weitergeht, ein kleines, aber feines Detail, sind die Außenspiegel mit den integrierten Blinkern. Dementsprechend kann hier dieser bisherige Sidemarker und Blinker entfallen. Und was hat das Designteam am Heck verändert? Besonders am Heck sieht man die Präzision, die wir dem Fahrzeug verliehen haben. Kühler führen. Außerdem können die aktiven Kühlluftklappen zur Verbesserung der Aerodynamik geschlossen werden. Dieses neue System kommt im Cayenne zum ersten Mal zum Einsatz. Optische Veränderungen, vor allem am Heck, das wirkt eleganter und unaufdringlicher als noch beim Vorgänger. Das Fahrzeug wirkt noch sportlicher und agiler als der ohnehin schon nahezu perfekte Vorgänger. Nicht, dass man den Eindruck hätte, dass der Cayenne unbedingt ein Facelift oder eine Auffrischung nötig hätte. Aber Porsche hat es gemacht und wie man sieht, es hat dem Auto trotzdem gut getan. Einige Feinheiten sind überarbeitet worden, es ist hier und da retuschiert worden. Vor allen Dingen drin gibt es auch ein paar kleine Änderungen. Das Lenkrad ist kleiner geworden, das Auto sieht insgesamt etwas sportlicher aus.